wie Rockefeller die Medizin monopolisiert und Big Pharma schuf. Dazu gehörte auch die Entdeckung, dass aus Erdöl Medikamente hergestellt werden konnten. Was? Rockefeller brauchte einen Weg, um die Konkurrenz auszuschalten und ein Monopol in der Medizin zu schaffen, wie er es mit Öl getan hatte. Insbesondere die Zurückdrängung natürlicher und traditioneller Heilmittel zugunsten der Rockefeller-Pharma. Fast unmittelbar nach der Veröffentlichung des Berichts wurden medizinische Schulen, die Dinge wie Naturheilkunde, Homöopathie, elektromagnetische Feldtherapie und so weiter lehrten, aufgefordert, diese Dinge zu unterlassen oder zu schließen. Academy of Natural Science, Digga, hat er sich einfach an den Start gefahren und dann quasi eine ganze Wissenschaft sich zu eigen gemacht. So. Er übernahm die Kontrolle über die FDA, um das Zulassungsverfahren für neue Medikamente zu kontrollieren. Ich liebe euch alle, egal ob ihr schwarz oder weiß seid, ich spiel keine Rolle. Skü! Rein da jetzt. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction auf Leon Lovelock Highlights und ich hoffe, bei euch zu Hause ist alles gut. Liebe geht raus an die ganze Community. Und zwar ziehen wir uns ein neues Video rein, ja? Und zwar heißt das Video, wie Rockefeller die Medizin monopolisiert und Big Pharma schuf. Es geht ums Thema Rockefeller mal wieder, meine lieben Freunde. Wir gehen da jetzt mies in die Recherche rein. Schön die Aluhüte auspacken, wenn ich das so sagen darf an der Stelle. Daumen nach oben da lassen, Kommentärchen schreiben, Kanal abonnieren. Ich liebe euch und der Peter geht los. Let's go. 1839 geboren, würde John D. Rockefeller später einer der großen. Ich sag dir, der Typ gibt mir so komische Vibes, ne? Habe ich ja schon öfter gesagt. Der gibt mir richtige Devil-Vibes so. Demon-Vibes. Räuberbarone und Industriemagnaten der amerikanischen Geschichte werden. Um die Wende zum 20. Jahrhundert kontrollierte Rockefeller 90% der Ölraffinerien in den USA durch sein Unternehmen 90% der Standard Oil und wurde der erste Milliardär Amerikas. Natürlich wurde Standard Oil 1911 vom obersten Gericht der erste Milliardär Amerikas? Krass, wusste ich gar nicht. Hof der Vereinigten Bild ist ein bisschen groß, sagst du? Staaten verurteilt, ein illegales Monopol zu sein, das gegen die Kartellgesetze verstößt und musste aufgelöst werden. Wie sein Vater, so baute auch John D. Rockefeller seinen Erfolg auf Illegalität, Betrug und Schwindel auf. Doch das war Rockefeller nicht genug. Er wollte mehr. Zu dieser Zeit wurden in den USA aus Öl hergestellte Chemikalien, die sogenannten Petrochemikalien, erforscht und entwickelt. Dazu gehörte auch die Entdeckung, dass aus Erdöl Medikamente hergestellt werden konnten, was Rockefeller als Chance sah, sein Imperium aus Erdöl können Medikamente hergestellt werden? Zu vergrößern. Der Schlüssel dazu war, dass Petrochemikalien anders als natürliche Heilmittel patentiert werden konnten, was Rockefeller enorme Gewinnchancen eröffnete. Es gab guck mal, das ist auch der Ursprung von diesen ganzen heftigen Tabletten, die wir uns reinziehen, glaube ich, mehr oder weniger so, weißt du? Aus Öl werden die gemacht. Das soll dann gesund sein für dich persönlich. Und der einzige Grund, warum das gemacht wird, ist, weil das patentiert werden kann und die damit Cash machen soll. Nicht, weil es gesünder ist. Das ist aber ein geiles Video, ne? Das wusste ich gar nicht zum Beispiel. Ein Problem. Zu dieser Zeit waren natürliche, pflanzliche und traditionelle Arzneimittel in den USA sehr beliebt. So, ja, normal, Digga. Normal waren die beliebt. Etwa die Hälfte der Ärzte und medizinischen Fakultäten des Landes nutzten ganzheitliche Medizin, Naturheilmittel. Muss mal überlegen, dass wir mal an dem Punkt gewesen sind, so weißt du? Und dann kam irgend so ein Demon um die Ecke, der gesehen hat, dass man mit diesen Erdölmedikamenten mehr Cash machen kann. Und dann wurden die Sachen, die in der Natur vorhanden sind, die uns natürlich heilen können, quasi aus der Pharmaindustrie fast komplett verbannt. Und auch die Ärzte kümmern sich nicht mehr darum. Und alles wurde so umgesetzt. Gemünzt, nur wegen, damit die Cousins mit diesen komischen Medikamenten Geld machen. Das ist eine so kranke Geschichte und es ist geil hier zu sehen, was die Ursprünge davon sind, so weißt du? Ich persönlich bin zum Beispiel jetzt mittlerweile auch so unterwegs, ich habe mir jetzt gestern und vorgestern habe ich mir natürliches Shampoo geholt, natürliche Bodylotion, ich habe mir natürliche Duschgel meine ich, natürliche Bodylotion, natürliches Öl für die Haare. Ich habe mir Rosenwasser geholt, also ich verbanne jetzt nach und nach alle industriell hergestellten Produkte, die ich mir in meinen Mund reinfetze oder die ich mir auf meine Haut draufknalle. So. Weil das ist genau so eine Thematik. Wir benutzen mittlerweile mit Chemikalien vollgemüllte Scheiße,
für unsere Haut, zum Duschen und verfressen so ekelhaft verarbeitete Produkte, die überhaupt nicht gesund für uns sind. Also wir sind so weit weg von den Dingen gekommen, die uns Menschen eigentlich gut tun. War jetzt ein bisschen off-topic, aber ich finde, das hat schon Parallelen auch mit den Medikamenten, so weißt du? Das Wissen der amerikanischen Ureinwohner. Rockefeller brauchte einen Weg, um die Konkurrenz auszuschalten und ein Monopol in der Medizin zu schaffen, wie er es mit Öl getan hatte. Und so wandte er sich an seinen guten Freund Andrew Carnegie, einen weiteren Raubritter, der durch sein Monopol in der Stahlindustrie reich geworden war und zufällig auch einer der führenden Eugeniker des Landes. Ach nee, von dem haben wir auch schon mal gehört, glaube ich. Gemeinsam heckten die beiden Männer einen Plan aus, die amerikanische Medizin zu übernehmen. Unter dem Deckmantel der Carnegie-Stiftung würden sie einen Mann namens Abraham Flexner durch das Land schicken, um über die medizinischen Hochschulen und Krankenhäuser zu berichten. Nachdem er alle 155 medizinischen Fakultäten besucht hatte, die es damals in den USA und Kanada gab, stellte er 1910 den bahnbrechenden Flexner-Bericht fertig. Auf Anweisung sein... Flexner-Bericht, da habe ich auch schon mal von gehört, Mann. Voll das interessante Video, ich schwör's dir. Geil. Das sind die Ursprünge. Das war der Anfang vom Ende quasi so, weißt du? Das sind die Ursprünge von der ganzen Scheiße, die wir heute leben quasi so. Arbeitgeber forderte Flexner in seinem Bericht eine völlige Umstrukturierung des amerikanischen Medizinsystems. Insbesondere die Zurückdrängung natürlicher und traditioneller Heilmittel zugunsten der Rockefeller Pharma. So, kein Wunder, dass dann auch so Leute wie Dr. Sebi und so einfach auch ausradiert wurden oder klein gehalten werden, so weißt du, weil die das wieder nach vorne bringen wollen, weil die da wieder Awareness für schaffen wollen, dass wir quasi eigentlich in der Natur alles haben, um uns selbst zu heilen und wir nicht diese industriell hergestellten Tabletten und so brauchen, weißt du? Der Bericht erwähnte sogar ausdrücklich die Ausrottung von Dissidenten, was ja auch geschah. Fast unmittelbar nach der Veröffentlichung des Berichts wurden medizinische Schulen, die Dinge wie Naturheilkunde, Homöopathie, elektromagnetische Feldtherapie und so weiter lehrten, aufgefordert, diese Dinge zu unterlassen oder zu schließen. Mehr Krass. Hälfte aller medizinischer Fakultäten des Landes wurden geschlossen und viele Ärzte, die sich nicht daran hielten, wurden verteufelt und sogar ins Gefängnis gebracht. Aber Rockefeller und Carnegie gingen noch weiter und boten den medizinischen Fakultäten und Krankenhäusern riesige Zuschüsse an, solange sie nur Rockefeller-Medizin lehrten und praktizierten und Rockefeller-Vertreter in ihren Vorständen zuließen, um die Einhaltung der Vorschriften zu sichern. Das musst du dir mal überlegen, Alter, das ist so heftig. Es war das Zuckerbrot und die Peitsche. Diejenigen, die zustimmten, wurden mit viel Geld unterstützt. Diejenigen, die nicht zustimmten, wurden zerschlagen. Auf diese Weise wurden alle medizinischen Fakultäten des Die haben sich so so tief in die Ursprünge von so vielen Dingen reingescampt, wie Medizin und Finanzwesen und so, dass sie quasi alles unter Kontrolle hatten, weißt du, wie ich meine, oder haben immer noch so. Und das werden die auch niemals loslassen, das wird sich über Generationen so weitertreiben, bis wir irgendwann aufwachen und das bewusst mal checken und verstehen und diese Informationen an den Mann gebracht werden, dass wir das mal hinterfragen wieder und versuchen wieder einen neuen Weg zu gehen. So. Solange wir nicht aufwachen und bewusst werden, haben die alles in der Hand. So. Ja, das hört sich nach miese Schwurbelei und Aluhut-Talk an oder so, aber hör doch mal hin, was da passiert ist, weißt du? Die haben medizinische Fakultäten geschlossen, weil die nicht... Und Leute auch in den Knast geschickt, weil die mit natürlichen Heilmitteln gearbeitet haben, mit ganzheitlicher Medizin. Das musst du dir mal auf der Zunge zergehen lassen. Und wenn du nicht denen seine Medizin promotet hast, schon in den Universitäten so, dann wurdest du auch teilweise in den Knast gesteckt. Das ist, Bruder, für mich gerade voll wild. Gestraft und homogenisiert. Und alle Ärzte lernten das Gleiche. Wie man Rockefellers patentierte Medikamente. Und das siehst du ja auch heute, sorry, wenn ich nochmal Stopp machen muss, aber ich will die Sachen loswerden, weil das siehst du ja auch heute so, wie der Arztbesuch auch funktioniert im Endeffekt so, weißt du? Du kommst da rein und das Ziel vom Arzt ist, dir irgendwas zu verschreiben so. Der hört dir nicht richtig zu, der guckt dir nicht in die Augen, der will nicht wirklich wissen, was mit dir los ist, der fragt nicht, was der Ursprung eventuell sein könnte, sondern der will dich so schnell wie möglich da durchpeitschen und dir irgendein Rezept geben, damit er seine Kohle bekommt und fertig aus so, weißt du? Das ist keine richtige Medizin mehr, die da stattfindet. So.
Gibt es Ausnahmen? Ja, wahrscheinlich. Gibt es auch Ärzte, die sich noch richtig mit ihren Patienten hinsetzen und versuchen zu verstehen, was da eigentlich los ist und die auch noch ganzheitlich versuchen zu arbeiten, wenigstens bestimmt. Sind das noch viele? Nein. Du siehst ja, wie die quasi ausgelöscht wurden. Pakete drin, Alter. Vejo. Und verschreibt. Aber wie jeder gute Monopolist ging Rockefeller noch weiter und versuchte, seine Kontrolle zu festigen. Er übernahm die Academy of Natural Sciences und machte sie zum Torwächter des wissenschaftlichen Denkens und zum Hexenjäger alternativer medizinischer Praktiken. Guck mal, wenn du so eine Macht hast, was du anstellen konntest damals, gerade in den Anfängen von Amerika, weißt du, wie ich meine, Alter? Academy of Natural Science, Digga, hat er sich einfach an den Start gefahren und dann quasi eine ganze Wissenschaft sich zu eigen gemacht, so. Er übernahm die Kontrolle über die FDA, um das Zulassungsverfahren für neue Medikamente zu kontrollieren. Er gründete sogar die amerikanische Krebsgesellschaft im Jahr 1913. Innerhalb weniger Jahre hatte Rockefeller die totale Kontrolle über das amerikanische Medizinsystem. Digga. Und dann versuchen die sich in der Öffentlichkeit so hinzustellen, als ob das irgendwelche Philanthropen sind, so wie Bill Gates, der... Hört Leon Lovelock wach, damit ihr wisst, was ich gerade sagen wollte, der B. Sowohl im Denken als auch im Handeln. Das Ergebnis dieser Übernahme... Das Produkt dieses Monopolisten, des Sohnes eines Hochstaplers und seines eugenischen Partners, sollte als Big Pharma bekannt werden. Dass Big Pharma die amerikanische Medizin übernommen und monopolisiert hat, indem sie ihre eigenen patentierten, gewinnbringenden Produkte fördert und alle anderen unterdrückt, ist nicht einmal eine Verschwörungstheorie. Stößchen. Dort wurde es aufgezeichnet und für alle sichtbar im Jahr 1953. Das Kranke dabei ist, dass es jetzt Leute geben wird, die auf mich reagieren, wie ich darauf reagiere, mit Aluhut und sagen werden, oh, voll der miese Verschwörungstheoretiker, Digga, was labert der Mann, ey, Medizin ist voll krass und bla 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 bla. So tief in der Matrix drin, die meisten Leute, dass sie sowas als Verschwörungstheorie ansehen, obwohl es schwarz auf weiß da ist, so weißt du? In den frühen 1950er Jahren beauftragte US-Senator Charles Toby einen Ermittler der Interstate Commerce Commission namens Benedict Fitzgerald mit der Untersuchung von Monopolvorwürfen im medizinischen Bereich. Toby hatte sich für das Thema interessiert, nachdem sein eigener Sohn an Krebs erkrankt war und die Schulmedizin ihm weniger als 2 Jahre zu leben gab, bevor er sich alternativen Behandlungsmethoden zuwandte und geheilt wurde. Fitzgerald wollte den Laden aufdecken, sagst du, wa? Der resultierende Bericht von 1953, bekannt als Fitzgerald Report, war wirklich schockierend. Er kam zu dem Schluss, dass Big Pharma in eine Verschwörung von alarmierendem Ausmaß verwickelt war. Zunächst gab es organisierte Bemühungen, den freien Fluss von Arzneimitteln zu behindern, zu unterdrücken und einzuschränken, was sich angeblich in Fällen als erfolgreich erwies, in denen klinische Aufzeichnungen, Anamnesen, pathologische Berichte und Röntgenaufnahmen, fotografische Beweise zusammen mit den angeblich geheilten Patienten zur Verfügung stehen. Hinzu kommt, dass öffentliche und private Gelder wie Konfetti auf einem Volksfest verstreut werden, um Kliniken, Krankenhäuser und Forschungslabors zu schließen und zu zerstören, die nicht dem Standpunkt der Ärzteverbände entsprechen. Der Bericht stellte sogar fest... Und die Jungs innen waren ja auch hart im Money-Business, ne? Im Geldsystem drin, sodass die, also die drucken das Geld quasi, so, weißt du, wie ich meine? Also ist es für die auch kein Thema, mit Konfetti damit rumzuschmeißen, so. Das Big war, oder ist das so? Der Rockefeller war doch auch, war der nicht auch in der Fed, also Federal Reserve Bank, mit am Start? Pharma sich verschworen hatte, um mindestens 12 vielversprechende Krebsbehandlungen zu unterdrücken, wobei auch die Hoxie-Therapie namentlich erwähnt wurde. Es war ein unfassbar vernichtender Bericht, der deutlich machte, dass die Tentakel der Big Pharma-Verschwörung zur Unterdrückung der Alternativmedizin überall zu finden waren. Aber wie sich herausstellte, ging der Bericht nicht weit genug. Wenn eine neue natürliche Krebsbehandlung auf den Markt kommt, behauptet das medizinische Establishment oft, die neue Behandlung sei entweder unbewiesen oder widerlegt. Es gibt kein besseres Beispiel dafür, was dies im Zeitalter von Big Pharma wirklich bedeutet, als das Beispiel eines Krebsmittels namens Letrile. 1952, ein Jahr vor dem Fitzgerald-Bericht, schlug ein Biochemiker namens Ernst Krebs vor, dass Krebs eine Mangelkrankheit sei, die mit einer Substanz namens Amygdalin geheilt werden könnte, die in über 1200 Pflanzen und insbesondere in den Samen von Aprikosen vorkommt.
Krass. Die Extraktion dieses Amygdalins aus Aprikosenkernen schuf Krebs ein Produkt, das er Latro nannte. Im Laufe vieler Jahre führte Krebs zahlreiche Laborexperimente an Tieren durch, die zeigten, der heißt selber Krebs, der Cousin? Dass Latro eine wirksame Krebsbehandlung war. Crazy. Aprikosenkerne fühle ich. Dass es irgendwie die Selbstzerstörung von Krebszellen bewirkte. In den 1960er Jahren griff ein Arzt namens John Richardson die Forschungsergebnisse auf und begann sogar menschliche Patienten mit Latro zu behandeln. Es überrascht nicht, dass die von Rockefeller kontrollierte FDA eine massive Medienkampagne gegen Richardson und Latro startete und behauptete, die Behandlung sei giftig und gefährlich. Giftig und gefährlich. Fucking Aprikosenkerne, so weißt du? Das ist so traurig, Freunde, ja. Wir müssen, das ist so heftig. Also, umso mehr ich mich selbst auch mit diesen ganzen Sachen auseinandergesetzt habe, so. Ich finde das wirklich so krass, wie heftig man heutzutage in die Selbstverantwortung reinkommen muss, damit man nur halbwegs an einem natürlichen, gesunden Menschen lebt, so. Das liegt alles in deiner eigenen Hand. So, du kriegst das von nirgendwo mehr beigebracht. So, keiner weist dich auf diese Dinge hin. Im Gegenteil, die sagen dir sogar, dass die guten Sachen gefährlich sind. So. Crazy, Mann. Ich bin froh, dass ich diesen Weg eingeschlagen habe und dass ich auch Leute kennengelernt habe, die, was Gesundheit angeht und Heilung und so, auch wirklich gut am Start sind und dass wir hier das machen, was wir hier machen, die Videos uns reinziehen und uns weiterbilden und versuchen wirklich mal hinter dem Vorhang zu gucken und zu verstehen, wie ein natürlicher, also wie man als Mensch ein natürlicher, gesunder Mensch sein kann, ohne sich irgendwelche Chemikalien oder Industrieprodukte reinzuziehen. Es gibt so viele geile Alternativen. Ich finde das so faszinierend, weißt du, ich muss das nochmal kurz erwähnen. Wie ich jetzt erst darauf gekommen bin, mich zu duschen mit natürlichen Sachen so. Mit Dingen aus der Natur, weißt du, wie ich meine? Darüber habe ich nie nachgedacht so. Was für ein Shampoo ich benutze, was für ein Duschgel ich benutze, was für eine Creme. Und die Haut ist das größte Organ am ganzen Körper so. Oder im ganzen Körper, das ist das größte Organ. Die Haut ist auch ein Organ. Wussten auch viele nicht, weißt du? Oder Zahnpasta und diese ganzen Industriesachen, die wir jeden Tag benutzen, wir fragen uns gar nicht so, gibt es dafür eigentlich natürliche Alternativen, die uns besser tun würden? So. 1971 verbot die FDA Latro offiziell und 1972 stürmten sie Richardsons Klinik und verhafteten ihn. Aber auch nach Richardsons Verhaftung fragten die Menschen weiter nach Latro, schrieben an Regierungsbeamte, medizinische Fachzeitschriften und wissenschaftliche Labors und forderten Antworten. An diesem Punkt wussten die Pharmakonzerne, dass sie ein für alle Mal ein Machtwort sprechen. Sie mussten offizielle Tests durchführen, die beweisen, dass Latro nicht funktionierte. Die Tests fanden im Memorial Sloan Kettering Cancer Center in New York City statt und was dann geschah, sollte als einer der größten medizinischen Vertuschungen bezeichnet werden, die die Welt der Krebsforschung je gesehen hat. Crazy, erzähl, ich bin voll gespannt. Die Tests wurden von Dr. Kinematsu Sugiyara geleitet, der zu dieser Zeit als der führende Krebsforscher in Amerika bekannt war. Er verfügte über mehr als 60 Jahre Erfahrung und hatte hunderte von wissenschaftlichen Arbeiten zu diesem Thema veröffentlicht. Ein Wissenschaftler sagte, wenn Dr. Sugiyara veröffentlicht, wissen wir, dass wir die Studien nicht wiederholen müssen, denn wir würden die gleichen Ergebnisse erhalten, die er berichtet hat. 1972 begannen die Tests, bei denen Latro-Mäusen mit vielen verschiedenen Arten von Krebstumoren verabreicht wurde. Nach Abschluss der Tests kam Dr. Sugiyara zu dem Schluss, dass Latro die Ausbreitung von Krebs stoppt, das Wachstum von Tumoren hemmt und als Krebsprävention wirkt. Es lindert sogar die Schmerzen und verbesserte den allgemeinen Gesundheitszustand. Das schienen unglaubliche Neuigkeiten zu sein. Aber? Dass drei Rockefellers im Vorstand von Sloan Kettering saßen, sowie ein Dutzend weiterer Personen, die Firmen vertraten, die viel Geld mit Big Pharma verdienen. Als sie von den Testergebnissen erfuhren, brach die Hölle los. Guck sie dir an. Und eine weitere Runde von Tests wurde angeordnet. Ja, jo. Zum Leidwesen der Verantwortlichen von Sloan Kettering bestätigte die zweite Testrunde nur die erste. Nur dieses Mal mit zwei bestätigten Tests des legendären Dr. Sugiyara in den Büchern
Waren die Mainstream-Medien gezwungen, darüber zu berichten? Hatten sie wirklich ein Heilmittel für Krebs gefunden, fragten sie. Die Verantwortlichen von Sloan Kettering weigerten sich, mit den Medien zu sprechen, weigerten sich, die Ergebnisse zu erörtern oder Fragen zu beantworten. Sie sagten nur in einer vorformulierten Erklärung, dass eine dritte Runde von Tests angeordnet worden sei, um die... Die machen das so lange, bis irgendwas anderes rauskommt, Bro. ...Ergebnisse zu klären, als ob sie nicht schon zweimal geklärt worden wären. Bei diesem dritten Test würde ein neues Problem auftauchen. Dr. Sugihara würde geblendet werden. Er würde nicht wissen, welche Hälfte der Mäuse Latro und welche Hälfte eine Kochsalzlösung erhalten würde. Als ob dieser hoch angesehene Wissenschaftler die Ergebnisse irgendwie manipulieren würde. Nach 4 Wochen konnte Dr. Sugihara sehen, welche der Mäuse Latro erhalten hatten, denn die Mäuse in einigen Käfigen hatten weniger und kleinere Tumore, während die Mäuse in den anderen Käfigen keine Besserung zeigten. Die Aufseher von Sloan Kettering, die das Projekt überwachten, bestätigten Dr. Sugihara, dass er richtig lag. Ein drittes Mal wurde die krebshemmende Wirkung von Latros Eigenschaften bestätigt. Mit dem Argument, dass Dr. Sugihara nicht mehr geblendet war, da er wusste, welche Käfige welche waren, beendete Sloan Kettering die Tests. Und dann? Ich bin jetzt gespannt. Leon will aber... nach Rosen riechen wie ein richtiger Alpha. So, ein richtiger G, Digga. OOG. Digga, ich hole jetzt die Produkte kurz. Komm, scheiß drauf. Können wir einmal kurz hier einmal die Produkte vorstellen, wenn ich das so sagen darf? Guck mal, was ich mir alles geholt habe, Freunde. Gebt euch das. Auch auf YouTube, damit ihr Bescheid wisst. So. Weißt du? Das ist jetzt Lovelock Beauty Kanal hier an der Stelle, wenn ich das so sagen darf, ja? Lovelock Beauty ist in the building heute mal wieder, meine lieben Freunde. Und zwar... ich habe komplett ausgetauscht, die ganzen Produkte, die ich für meine Haut, meine Haare, fürs Duschen etc. pp. benutze. Komplett einmal ausgetauscht, ja? Also einmal komplett. Nichts mehr, wo irgendeine Chemie-Scheiße drin ist. Nichts mehr, was so verpackt ist wie Head and Shoulders und bla 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 bla, Digga. Das haben wir komplett aus dem Programm jetzt rausgenommen, wenn ich das so sagen darf an der Stelle. Das ist Deo, Lavendel-Deo, ja? Da riechst du schön nach Lavendel, weißt du, wie ich meine? Dann ist das hier... Rosenwasser, Agua de Rosas, also Rose Water quasi. Damit mache ich mein Gesicht sauber nach dem Duschen und vorm Schlafen gehen. So, auf so ein Wattepad drauf und fertig. Da habe ich Klerasil oder so einen Scheiß vorher genommen. Das ist, let me see, Mame Oil, Acai de Mame. Da sind voll die heftigen Sachen drin. Das ist Öl quasi für die Haare. Das macht die Haare fester, stärker, aber auch weicher so. Und es lässt die Haare sogar grown so. Mami Oil. Nicht Mami Oil, Mann. Mami. 3 Vorteile, die sie von Kopf bis Fuß mit Mami Bone Öl erhalten. Mami ist eine Frucht, aus deren Knochen das berühmte Mami Knochenöl gewonnen wird. Es enthält hauptsächlich die Vitamine A, C und E, sowie eine große Menge guter Fettsäuren für gesunde Haare und Haut. Die Verwendung von Mami Knochenöl, sie reichen von deinen Haaren bis zu deinen Füßen. Wenn sie unter trockener, rissiger Haut leiden, kann Mami-Öl helfen, diese Haut zu regenerieren, damit sie sich weicher und glatter anfühlt. Es kann auch den Zustand von trockenen und geschädigtem Haar verbessern und ihre Wimpern länger machen. Verstehst du, was ich meine? So, das ist das sogenannte Mami-Öl. Die meisten Leute wahrscheinlich noch nie von gehört, aber der ist das. Ja, dann haben wir hier Rosen, also wir haben ja das Rose Water und dann haben wir noch Rosenöl. Ja, das mache ich auf die Haut, quasi nachdem ich das mit Rosenwasser sauber gemacht habe, kommt Rosenöl als Cream für das Face. So. Das ist quasi das Duschgel und Shampoo. Und das, da ist drin Neem, kennt ihr bestimmt, oder? Neembaum, da ist Neem drin, Aloe Vera, Sandal und Karanja. Karanja weiß ich nicht genau, was das ist, aber ist auf jeden Fall mit drin und ist alles schön natural, meine lieben Freunde. Keine Zusatzstoffe, keine Parfüme, kein Bullshit so, weißt du? Dann habe ich hier noch Teebaumöl für die ein oder anderen Pickelchen, die mal hier und da rauskommen. Teebaumöl, sehr geile Geschichte, kann ich euch auch nur empfehlen. Und das ist hier quasi die Body Lotion. Das ist Tropical Lotion, da ist drin, okay, das ist halt auf Spanisch, Digga. Da ist auch Neem drin, Vitamin E, Acaído
Citrico, ich glaube Zitronen-Acid quasi. Ajonjoli und Caranja. Caranja. Keine Ahnung. So. So. Das ist quasi die Palette, die ich mir jetzt hier an den Start gefahren habe. Aus Produkten, naturalen Produkten für Haut, Haare, Körper generell so. Und ich habe mir jetzt vorgenommen, das durchzuziehen und keine Sachen mehr aus dem Supermarkt zu kaufen, wo irgendwelche Zusatzstoffe, Chemie-Sachen oder was auch immer drin sind. So. Und ja. Also ich versuche mich jetzt immer weiter umzustellen und immer mehr auf meine Gesundheit zu achten. Ich habe hier einen Bruder, der mich auf diese Sachen auch immer wieder aufmerksam macht. Und ich versuche mir halt wirklich ganzheitlich, jetzt versuche ich mal meinen Körper gesund zu machen, so weißt du, auch innerlich so. Ich will auch, was die Ernährung angeht, nochmal einen draufsetzen und noch mehr von den guten Dingen konsumieren. Ich habe ja schon angefangen mit CMOS, ich habe angefangen mit Schwarzkümmelkern, ich habe angefangen mit, was noch? Mit Magnesium sprühen. Da gibt es so viele verschiedene Sachen, meine lieben Freunde. Und wir müssen uns darum echt kümmern, so, weil das ist unser Körper. Weißt du, was ich meine? Und der ist wertvoll. Und wir können mit diesen ganzen, mit diesen natürlichen Sachen so viel Scheiß vorbeugen und so viel gesünder sein, als wir sind heutzutage. Das ist unfassbar so, weißt du? Hat für mich gerade gut zum Thema gepasst. Da können wir das auch schön im YouTube-Video verpacken. Weiter geht's. Ich liebe euch. Sie versuchten noch einmal, die gewünschten Ergebnisse zu erhalten, die sie mit einem vierten Test erzielen wollten. Dieses Mal würde Dr. Sugiyara nicht nur geblendet sein, sondern die Mäuse, die die Behandlung erhielten, würden... Was macht er da? ...denen gemischt, die sie nicht erhielten. Dr. Sugiyara warnte davor, dass dies gefährlich sei, weil es keine zuverlässige Möglichkeit gäbe, sicherzustellen, dass die Labortechniker, die die Behandlung verabreichen, jedes Mal die richtigen Mäuse identifizieren könnten. Und tatsächlich ist genau das passiert. Bei einigen Mäusen, die angeblich nur eine Kochsalzlösung bekamen, hörten die Tumore auf zu wachsen. Das ist schon komisch hier, erklärte Dr. Sugiyara. Das Seltsame war, dass die Behandlungen gemischt waren, wobei viele Mäuse etwas Latro und etwas Kochsalzlösung erhielten. Genau wie Dr. Sugiyara vorhergesagt hatte. In diesem Fall war die Rechtmäßigkeit der Ergebnisse für den Rockefeller-Vorstand von Sloan Kettering nicht wichtig. Sofort gaben sie bekannt, dass die Ergebnisse des Experiments die frühen positiven Befunde von Dr. Sugiyara nicht bestätigten. Dann beriefen sie eine Pressekonferenz ein, in der die meisten Mainstream-Medien teilnahmen und erklärten, dass Latrial weder eine präventive, noch eine tumorrückbildende, noch eine antimetastasische, noch eine heilende Antikrebsaktivität besäße. Das genaue Gegenteil von dem, was die ersten drei Tests gezeigt hatten. Krass. Am Ende der Pressekonferenz wurde der Raum für Fragen der Medienvertreter geschaffen und die Dinge nahmen eine dramatische Wendung. Dr. Sugiyara, you agree with the conclusions in the summary statement? What's your conclusion? The conclusion that lay appeal in effect is not either cure or prevent cancer. I agree. Of course, my result don't agree, but I agree what our institute said. Warum? Weil ich sonst entweder weggemacht werde oder meinen Job verliere oder keine Zukunft mehr habe, so ich will noch weiterhin leben und ich will mein Ding machen, so. I don't know why, but I think good. Ich weiß nicht warum, aber ich denke... Ach du Scheiße. Yes, I stick. I hope somebody able to confirm my result later on. Digga, das ist voll traurig, Mann, ich schwör's dir. Der will eigentlich, der weiß ganz genau, dass das nicht stimmt, weißt du? Und der will irgendwie sagen, dass er dabei bleibt und er hofft quasi, dass irgendwann jemand kommt, der das nochmal... Digga, das ist so krank. Any other of your results that have been disputed before in 40 years that you've been here? I'm here almost 60 years. Nobody disputed my work. Every paper I sent to the publication always accepted. Why not this? Why not this one then? Why not these results? No, these results also accepted by the publication.
Journal of Surgical Oncology. Doctor, are you then not convinced that your findings may very well be confirmed at some future date? You mean what you found, the findings that you found? Yes, I'm hoping that somebody able to confirm my result. Irgendwie tut mir das voll weh, das weiß ich auch, ist irgendwie. Im nächsten Monat erschienen die Verantwortung. Das war ja am Ende eben für mich voll emotional, das zu sehen so. Der hat gestruggelt so, weißt du, ich habe da was gefühlt gerade. Von Sloan Kettering vor einem Untersuchungsausschuss des Senats, der über das Schicksal von Latreal entscheiden sollte. Obwohl es 1971 von der FDA verboten worden war, fochten einige Staaten diese Entscheidung an. Bei der Anhörung erklärten die Verantwortlichen von... Digga, voll traurig, Digga. Das hat mich gerade schon berührt irgendwie, Digga. Ich schwör's dir, ich hab da irgendwas... Irgendwie hat sich das komisch angefühlt gerade, das wie der da saß und nicht sagen konnte, was Wahrheit ist, so weißt du? Und Kettering. Es gibt nicht den geringsten wissenschaftlichen Beweis dafür, dass Latreal überhaupt Krebs... Der klingt, als wäre eine Waffe vor seinem Gesicht. Ja, so. ...in der Eigenschaften besitzt. In völliger Ignoranz der drei vollständigen Labortests mit wissenschaftlichen Beweisen des herausragendsten Krebsforschers in Amerika wurde Latreal aufgrund dieser Aussage 1980 offiziell landesweit verboten. Digga. Ey, man muss mal überlegen, das wurde einfach... Das hätte vielleicht Menschenleben retten können auf natürliche Art und Weise so. Leute haben sich bestrahlen lassen, haben irgendwelche Chemotherapie-Tabletten reingefetzt und haben ihr Leben, also mussten dann durch richtig ekelhafte Zeiten durchgehen, wo die kaum noch gelebt haben, so, weil Chemotherapie macht dich richtig fertig als Mensch, so, killt alles in dir. Und dann so ein Lebens-, so ein Wirkstoff und so eine Sachen werden dann rausgestrichen und verboten quasi. Das musst du dir mal überlegen, Bro. Aber was wäre, wenn die Tests nicht von einem Rockefeller-kontrollierten Labor durchgeführt wurden? Was wäre, wenn man seine eigenen Tests durchführt, seine eigenen Fallstudien erstellt und sie den zuständigen Behörden selbst vorlegt? Ein Mann hat eine Antwort gegeben. Stanislav Brzezinski war ein Doktor der Biochemie. Stanislav der Jüdste. Der 1970 aus Polen in die USA einwanderte, wo er die Stelle als Forscher und Assistenzprofessor an der Baylor University in Houston, Texas antrat. Okay. Dort entdeckte er etwas, das er Antineoplastine nannte. Natürlich vorkommende molekulare Schalter im menschlichen Körper, von denen Brzezinski behauptete, der Körper benutze sie, um das Krebswachstum zu kontrollieren. Zunächst wurden Brzezinskis Entdeckungen von den Kollegen gut aufgenommen. Seine Arbeit war sogar so beeindruckend, dass man ihm eine Festanstellung in der Abteilung für Pharmakologie von Baylor anbot. Er hätte begeistert sein sollen, doch Brzezinski wusste, dass er seine Unabhängigkeit als Forscher verlieren würde, wenn er das Angebot annehmen würde. Krass. Also lehnte er die Stelle ab und gründete stattdessen das Brzezinski Research Institute, um seine Arbeit fortzusetzen. Auf dem Weg nach draußen warnte ihn sein Chef. Warte nur, Brzezinski, sie werden dir in den Arsch treten. In kürzester Zeit wurden Brzezinski und seine Klinik von den örtlichen Gesundheitsbehörden untersucht, weil sie nicht zugelassene Medikamente einsetzten, während die von Rockefeller gegründete American Cancer Society Antineoplastine auf ihre Liste von unerprobten Methoden setzte und diejenigen, die seine Forschungen finanziert hatten, ihre Unterstützung zurückzogen. Digga, das kannst du dir nicht ausdenken, ne? 1983 reichte die FDA eine Klage ein, um ihn dazu zu bringen, seinen Betrieb einzustellen. Vor allem ist es doch eigentlich gar nicht lustig so, weißt du? Es geht hier um Menschenleben, Mann. Es geht hier um Menschen, die eine Krankheit haben, die zum Tod führen kann, weißt du, was ich meine, so? Und es wird alles dafür getan, damit keine Heilmethoden, die natürlich sind, an den Mann kommen, so, weißt du? Wir könnten Krebs wahrscheinlich schon längst viel besser heilen. Mit natürlichen Dingen so. Das ist für mich nochmal mehr Eye-Opening, dieses Video hier gerade. Was das Thema Krankheiten und natürliche Heilmittel und so angeht. Weil du kannst davon ausgehen, dass es für jede Krankheit ein Heilmittel in der Natur gibt so. Und wir kennen fast keine davon, weißt du? Hier und da das ein oder andere Hausmittel, ja. Wird aber dann auch oft als Humbug oder so abgetan so.
Aber du kannst davon ausgehen, dass für jedes Symptom, was du hast, gibt es eine Sache in der Natur, gibt's eine Pflanze in der Natur, die das verbessern kann oder heilen kann. So. Und das wird mit allen Mitteln versucht unten zu halten, sodass wir nicht alle davon erfahren. Als dies nicht gelang, stürmten FDA-Agenten und Bundesmarschälle einfach das Brzezinski Research Institute und beschlagnahmten über 200.000 vertrauliche Dokumente. Trotzdem machte Brzezinski weiter. Bester Mann, Digga, Stanislav, ich küsse deine Zirbeldrüse. Er sammelte über sein Institut Millionen von Dollar, um klinische Studien für Antineoplastine zu finanzieren. So. Geld, das große Pharmafirmen gerne ausgeben, da sie wissen, dass sie es zurückerhalten, wenn ihre Produkte patentiert werden. Mitte der 90er Jahre war er in der Lage, der FDA 60 klinische Studien vorzulegen und damit die Anforderungen der Phase 1 zu erfüllen. Ein weiteres Jahrzehnt lang arbeitete er daran, hunderte weiterer klinischer Studien zusammenzustellen und die Anforderungen für die Phase 2 der Tests auf eigene Faust zu erfüllen, was ihn Millionen von Dollar kostete. Im Jahr 2011 begann Brzezinski mit der Phase 3, die Tausende von Teilnehmern umfasst und sich über Jahre hinziehen kann, was wiederum viele Millionen Dollar kosten kann. Crazy, aber geil, dass er weiter durchgezogen hat, so weißt du? Meistens sind das Leute, die auch selber einen Krebsfall in der Familie hatten oder selber Krebs haben oder halt irgendwas emotional dahinter stehen, weißt du? Und sagen, ey, ich muss irgendwie was finden, um diesen Menschen zu helfen, weißt du? Im Jahr 2013 war er kurz vor dem Ziel, als die FDA eingriff und die Versuche stoppte. Ihr Grund? Sie beschwerten sich darüber, dass das Brzezinski Research Institute alle Tests durchführte, obwohl das FDA-Zulassungsverfahren natürlich genau so abläuft. Der einzige Unterschied ist, dass normalerweise die Tests von einer großen Pharmafirma durchgeführt wurden. Im Jahr 2017 hat die FDA schließlich die klinischen Versuche mit Antineoplastin endgültig abgebrochen. FDA, was ist das? Food and Drug Administration. Lebensmittel und Medikamente müssen von der FDA abgesegnet werden, damit die auf den Markt kommen, so. Weißt du? Auch zum Beispiel der Corona-Impfstoff, wenn ich das so sagen darf an der Stelle, musste durch die FDA durch, weißt du? Das ist quasi so die Schnittstelle von diesen ganzen Pharmaherstellern und dann der Apotheke oder dass es uns zugänglich gemacht wird, so, weißt du? Und die Jungs sind halt auch sehr, mal vorsichtig ausgedrückt, die sind halt sehr, ja, da sitzen teilweise auch Leute im Vorstand drin, die selber auch Pharmaunternehmen haben und so. Also die kannst du auch schmieren auf eine Art und Weise, weißt du, was ich meine so? Da kam auch schon der ein oder andere Skandal mal raus. Brzezinski das Recht verweigert, die Tests überhaupt durchzuführen. Außerdem wurde Brzezinski die Zulassung als Arzt entzogen und er musste Hunderttausende von Dollar Strafe zahlen. Die Zulassung als Arzt entzogen und Hunderttausende von Dollar an Strafe zahlen. Guck dir das mal an. Ein Mensch, der einfach quasi anderen Menschen helfen wollte. Das Argument, dass Brzezinski und seine Antineoplastine bei den Sloan Kettering Latrialversuchen vorbrachte, ist einfach. Man ist verdammt, wenn man es tut, und man ist verdammt, wenn man es nicht tut. Wenn ein Test in einem Rockefeller-Labor durchgeführt wird, wird er wiederholt und wiederholt und wiederholt, bis er die gewünschten Ergebnisse liefert, egal wie manipuliert diese Ergebnisse sein mögen. So, genauso wie bei der Corona-Impfung. Und wenn man die Tests selbst durchführt und Millionen von Abermillionen von Dollar ausgibt, werden die Ergebnisse trotzdem nicht akzeptiert. Big Pharma kontrolliert die Tests. Sie kontrollieren die Zulassung. Sie kontrollieren das akademische Denken. Aber wenn man genauer hinsieht, geht es sogar noch weiter als das. Big Pharma beschäftigt 1270 registrierte Lobbyisten in den Hallen der Regierung. Siehste? Mehr als 2 Big Pharma Lobbyisten für jedes Mitglied des Kongresses mit Kosten von über 200 Millionen Dollar pro Jahr. Sie geben auch zig Millionen Dollar aus jedes Jahr für die Finanzierung politischer Kampagnen. Nahezu jedes Mitglied des Kongresses wird von Big Pharma finanziert. Darüber hinaus werden Lobbyisten und Führungskräfte von Big Pharma immer wieder mit der Leitung von Regierungsbehörden betraut, die mit der Überwachung der pharmazeutischen Industrie betraut sind
wie zum Beispiel der FDA. So. Das ist das, was ich gesagt habe gerade quasi. Die Herstellung und der Verkauf von Medikamenten werden von der Regierung streng reguliert. Und Big Pharma kontrolliert die Regierung. Ist es wirklich so schwer zu glauben, dass Big Pharma seine... Das ist crazy und wir machen einfach unsere Augen zu, weißt du? Wir lassen uns blind irgendwas reinjagen, irgendwelche Impfstoffe, irgendwelche Medikamente, die uns verschrieben wurden und so. Weil wir ja den Leuten vertrauen, weißt du? Wir denken ja, okay, das sind Leute... Viele haben halt, also ich jetzt persönlich bin immer sehr skeptisch, mittlerweile immer noch mehr, aber es gibt viele Menschen, die sich nicht wirklich mit Dingen auseinandersetzen und für die ist ein Arzt eine Vertrauensperson so. Und wenn der Arzt sagt, ey, guck mal, so und so und so, das und das sind die Optionen, mach mal, zieh mal den Ärmel hoch, da muss jetzt was reingejagt werden, so, dann machen die meisten das, weil die denken, okay, der will ja nur das Beste für mich im Endeffekt, weißt du? Und das ist so krass, das finde ich so heftig. Das sind unschuldige Menschen, die einfach das Bewusstsein nicht dafür haben, Und sich einfach irgendwelche Medikamente reinjagen lassen oder die irgendwelche Sachen nehmen, wo die gar nicht wissen, was nehme ich da eigentlich? Was ist das eigentlich so? Wo kommt das eigentlich her? Gibt es da eigentlich auch eine natürliche Alternative für? Irgendwie sowas, weißt du? Da wird gar nicht drüber nachgedacht. Kontrolle über die Hochschulen, die Wissenschaft und die Regierung nutzen würde, um wertvolle Informationen für ihren eigenen Profit zu unterdrücken? In Wirklichkeit ist die Unterdrückung der Wahrheit für sie so amerikanisch wie Apfelkuchen. Von den 1950er Jahren, als Tabakkonzerne dafür kämpften, das Wissen über Lungenkrebs zu unterdrücken, während Menschen starben, bis in die heutige Zeit, in der Ölkonzerne darauf stehen, dass die Debatte über den Klimawandel immer noch andauert, obwohl die Folgen, die Wissenschaftler schon vor Jahrzehnten versprochen haben, allgegenwärtig sind. Aber Pharmaunternehmen? Jene, deren angebliche Aufgabe Gesundheit zu lieben ist, würden sie wirklich ein Heilmittel für Krebs unterdrücken? Und Menschen töten? Ja. Dass Big Pharma wissentlich und absichtlich Menschen aus Profitgründen töten würde, ist keine Verschwörung. Ja. Es ist eine erwiesene Tatsache, gestanden in den Akten der amerikanischen Gerichte. Im Oktober 2020 bekannte sich der Fahnenträger von Oxycontin Pharma, Partiu Pharma, vor Gericht schuldig, wegen seiner Rolle in der amerikanischen Opioid-Krise strafrechtlich belangt zu werden und stimmte zu, rund 8,3 Milliarden Dollar zu zahlen. Opioide waren eine neue Art von synthetischen Schmerzmitteln, die in den frühen... Krasse Sache, darüber haben wir uns auch im Video reingezogen. ...1990er Jahren aufkamen und Big Pharma-Unternehmen wie Purdue aggressiv beworben wurden, während die Informationen über die Gefahren, insbesondere das extreme Suchtpotenzial, unterdrückt wurden. Heute sind nicht nur chronische Schmerzen in den USA weiter verbreitet als je zuvor, sondern fast 1 Million Menschen sind an einer Überdosis Opioide gestorben und weitere 3 Millionen sind der Sucht zum Opfer gefallen. Krank. Als Purdue Pharma sich vor Gericht schuldig bekannte, gab das Unternehmen zu Protokoll, Medikamente ohne legitimen medizinischen Zweck geliefert zu haben. Mit anderen Worten, der Zweck der Opioide war nicht medizinisch. Es ging nicht darum, Schmerzen zu heilen. Es ging darum, die Leute süchtig zu machen. Das ist einfach offiziell. Sie mehr kaufen. Purdue hat sogar zugegeben, Krankenversicherungen zu bestechen, um die Kostenübernahme für alternative Behandlungen zu verweigern, Menschen zur Einnahme von Opioiden zu zwingen und Ärzte zu bestechen, damit sie den Patienten ihr Produkt übermäßig verschreiben. Im Februar 2022 einigten sich 4 weitere der größten Pharmakonzerne auf einen Vergleich über 26 Milliarden Dollar für ihre eigene Rolle in der Krise. Digga, dass sie überhaupt einen Vergleich schließen können, weißt du, wie ich meine? 26 Milliarden Dollar, so. Das musst du dir mal überlegen, dass die damit trotzdem noch davonkommen. Millionen Menschen gestorben und Millionen Menschen süchtig. Zusammen mit Purdue sind dies die größten und mächtigsten Pharmakonzerne des Landes, die Lobbyarbeit bei Regierungen leisten und in medizinischen Gremien sitzen. Und hier sind sie, ganz offiziell, und vergiften Menschen aus Profitgründen. Wenden Sie dieses Wissen speziell auf Krebs an und denken Sie darüber nach, was Chemotherapie ist. Die Behandlung wurde erstmals von Ärzten konzipiert, die Soldaten untersuchten, die während des Zweiten Weltkriegs Senfgas ausgesetzt gewesen waren. Die Ärzte stellten fest, dass Senfgas eine toxische Wirkung auf die Blutzellen der Soldaten hatten und vermuteten, dass es auch gegen Krebszellen eingesetzt werden könnte. Auf diese Weise wurde die erste Version der Chemotherapie, das Senfgas, Modell für alle nachfolgenden Versionen geschaffen,
Und zwar aus einer Verbindung, die als Mittel der chemischen Kriegsführung eingesetzt wurde. Das ist es, was Big Pharma den Krebspatienten erzählt, was sie in ihren Körper einbringen sollen. Natürlich ist es kein großes Geheimnis, dass Chemotherapie giftig ist. Krebspatienten werden gewarnt, dass die Nebenwirkungen von Erbrechen und Übelkeit über Unfruchtbarkeit bis hin zu Organschäden und sogar zum Tod reichen können. Ja, das ist ja, das greift ja alles an. Nicht nur die Krebszellen, sondern auch die positiven Dinge in deinem Körper, so weißt du. Das zerstört alles, hast du ja gesagt. Senfgar, irgendwelche Sachen, die zur chemischen Kriegsführung benutzt wurden, werden dann zum Heilen von Menschen. Zum Heilen von Menschen umfunktioniert, so. Sie werden so. Macht Sinn, Digga, wa? Gewarnt, dass es zu einer zweiten Krebserkrankung führen kann. Digga. In anderen Worten, dem Patienten wird gesagt, dass eine Chemotherapie zwar ihren Krebs behandeln, aber auch Krebs verursachen kann. Musst du mal überlegen, dass die Behandlung für eine Sache das Gleiche verursachen kann auch so. Da sollte man skeptisch sein, glaube ich, oder? Sie könnte ihr Leben retten, aber es könnte sie auch töten. Das ist halt wild, ne? Das ist halt wild. Ich meine, das ist halt auch nicht einfach, wenn du in dieser Situation bist, so. Je nachdem, wer dir dann im Ohr, wer dir im Ohr sitzt, so, und dich davon versucht zu überzeugen oder dich davon überzeugt, versucht zu überzeugen, es zu machen oder nicht zu machen, so. Das ist halt keine einfache Situation. Ich kenne das. Mein Opa hat auch Krebs, weißt du? Der hat sich zum Glück gegen die Chemotherapie entschieden. Und macht jetzt so eine Bestrahlung irgendwie, aber mit Licht, so eine Lichttherapie macht er. Und seitdem geht's ihm viel besser. Ein ehemaliger Präsident der American Chemical Society hat es auf den Punkt gebracht. Chemotherapie schadet viel, viel mehr, als sie nützt. Weißt du was? Und sowas ist legal dann. Vergleich das mal mit diesen Aprikosenkernen oder mit dem, was der Stanislav oder wie hieß der Cousin gemacht hat, so. Weißt du? Diese Menschen werden verklagt und diese Menschen, denen wird der Doktortitel entzogen und die dürfen nicht erzählen, dass das was gebracht hat und so in der Öffentlichkeit. Aber so eine Chemotherapie, die sehr viel Leid verursachen kann, ist am Start so. Das confirmed die FDA. Wie geht das? Verstehe ich nicht. Ein bisschen wie Opioide. Aber genau das ist der Punkt. Mit der Heilung ist kein Profit zu machen. Big Pharma braucht kranke Menschen, damit sie immer teurer behandelt werden. Kevin sagt, wenn ich Krebs bekomme, dann bekomme ich es. Wenn Gott mich holen will, werde ich nicht Nein sagen. Safe. Und also wie gesagt, Fanus, seine Mutter hat zum Beispiel auch Krebs gehabt damals. Das was wir gemacht haben, so, oder was die erste Intention, weniger Stress, mehr Sonne, Ernährung komplett umstellen auf vegan und basisch so. Das sind schon mal drei Sachen, die du sofort umsetzen kannst und meiner Meinung nach dir auch brutal schon helfen so, weißt du? Langsam ein bisschen Sport machen, gesünderer Mensch werden einfach wieder, Stress aus dem Leben rausverbannen, versuchen harmonischer zu sein, meditieren, Achtsamkeitsübungen, das kannst du sofort anfangen, weißt du? So, das wären auf jeden Fall für mich die ersten Schritte. Ich meine, ich lebe ja schon quasi so. Deswegen, ich werde nie Krebs bekommen, ich weiß das. Aber wenn jemand mich fragen würde oder wenn jemand aus meiner Familie Krebs bekommen würde, dann würde ich genau diese Schritte einleiten. Danke, dass du zugeschaut hast. Wenn dir das Video gefallen hat, drücke bitte den Gefällt mir-Button. Und wenn du neu bist, drücke Abonnieren und die Glocke daneben, um in Zukunft benachrichtigt zu werden. So, ich küsse doch deine Zirbeldrüse. Das war ein sehr geiles Video. Das steht hier, Universe Inside You. Das ist ja eigentlich ein Kanal, den wir uns öfter reinziehen, aber das war gar nicht die bekannte Stimme. Und der Kanal heißt doch anders. Keine Ahnung, was hier vermischt wurde. Vielleicht ist nur das Bildmaterial von denen. Aber ja, crazy Geschichte auf jeden Fall. Das hat mir auf jeden Fall nochmal so ein paar Dinge aufgezeigt. Ich meine, ich war eh schon sehr skeptisch, was dieses ganze Pharma-Thema anging und Gesundheitsthema. Und ich habe euch ja gezeigt, diese ganzen Sachen, die ich jetzt auch benutze für meine Pflege, so Haut etc. pp. Also wir müssen komplett in die Selbstverantwortung reinkommen und selbst informieren, selbst anfangen zu schauen, welche Pflanzen für was helfen können. Und ja, nicht nur das, auch der Konsum generell, was wir uns reinziehen, was wir essen, was wir uns auf die Haut packen, was wir gegen unsere Krankheiten nehmen. Wir müssen einfach insgesamt unser Bewusstsein steigern, um heutzutage noch ein gesunder Mensch zu sein. Ich küsse eure Zirbeldrüsen, ich hoffe, das hat den einen oder anderen vielleicht auch angeregt, sich ein bisschen damit zu beschäftigen und auseinanderzusetzen. Und ja, bleibt skeptisch, meine lieben Freunde, ich liebe euch. Wir sehen uns im nächsten Video, bis dahin. Peace out.